Langsam aber sicher nimmt das Schloss von Prinzessin Peach wieder Form an. Aber wo ist sie eigentlich? Wo steckt Prinzessin Peach? Die sitzt wahrscheinlich in ihrer Ferienwohnung, hat die Klimaanlage aufgedreht und lässt sich's gut gehen, während alle anderen hier schuften. Ja, genau so wird's sein. Toad, gib mir Aufträge, ich muss Frust abbauen. Sieh dir mal die neuen Aufträge an! Also diese zweite Seite hier ist komplett? Perfekt. Dann geht's jetzt weiter mit schöner Wohnen mit Knochentrocken. Knochentrocken ist also für die Inneneinrichtung zuständig. Von HitMC. Ich will meiner Wohnung mal einen neuen Anstrich verpassen. Etwas Lava wäre auch ziemlich funky. Wenn meine Gäste dann im Knochentrockenpanzer darauf umherfahren müssen, ha, wird ihnen sicher die Kinnlade runterklappen. Ein neues Item wird uns vorgestellt. Bin sehr gespannt, wie sich das spielt. Man kann jetzt in Knochentrockenpanzer hineinhüpfen und ist damit, ja, vor Lava zum Beispiel geschützt. Ah, cooles Geräusch. Mach nochmal. Tja, so flop. Lalala, da, da, da. Eine Bootsfahrt auf Lava, die ist lustig. Hey, gib das her. Jetzt hätte ich den echt fast verpasst. So ähnlich wie der Schuh, der Goomba-Schuh. Eigentlich muss ich auch den wahren Unterschied noch feststellen. Außer, dass man halt jetzt durch Lava surfen kann. Das ist jetzt kein unerheblicher Nachteil. Juhu! Ah ja, stimmt. Oh, wieso? Was war das Problem? Bin ich unter den Block geraten? Wahrscheinlich. Aber ich habe gerade eine zweite Funktion herausgefunden. Wenn man sich duckt, dann fällt man in sich zusammen und ist, glaube ich, für die Dauer komplett unverwundbar. Man kann das aber nicht bestimmen, wie lange man das macht. Oder vielleicht doch, lass mich mal auf einer Ebene ausprobieren. Ja, man kann... Hör doch jetzt auf! LOL! Man kann das zwar ein bisschen verlängern, wenn man nach unten gedrückt hält, aber nach einer gewissen Zeit steht man auf jeden Fall wieder auf. Man kann aber auch nicht sofort wieder aufstehen und das ist mir hier vorhin gerade zum Verhängnis geworden, ja? Dadurch, dass ich so viel Zeit verloren habe. Wenn ich nur einmal kurz drücke, seht ihr das? Diese Animation muss man auf jeden Fall abwarten. Schon wieder gehörig am Läppen hier. Ja, das schaffst du noch. Nein, nicht schon wieder! Halleluja! Ich habe nur den Checkpoint gesehen. Meine Gier war zu groß. Oh yeah. Ja, komm, nerv nicht. Ey, du verlierst zwei Leben und dann kommt dieser Typ. Dieser Bruder. Ja, man fühlt sich so unverwundbar in diesem Teil und wird dadurch leicht übermütig. Das darf nicht passieren. Man kann zwar nicht mehr wirklich sterben, aber wenn man halt wirklich unter solche Blöcke gerät, dann ist man schneller down, als man sich wünscht. So, diesmal schaffe ich es aber. Direkt durch. Knochentrocken können jetzt durch Lava warten. Nein! Wie ich das einfach nicht checke. Es ist unfassbar. Was war das denn? Man kann das Ding auch wegkicken? Will ich aber nicht. Ich will es behalten. Jetzt bin ich ganz geduldig. Warte, bis sich die Lava absenkt. Und dann schieße ich hier durch. Uah! Secret! Yes! Eine fette Münze. Ich wollte gerade sagen, geht die Lava so hoch, dass man hier wieder unten drunter geraten kann? Die Antwort lautet ja. Denn für Ober- und Unterbereich kann man unterschiedlich einstellen, wie sich die Lava bewegen soll. Das sieht nach Ende aus. Und Bowser, kann man den hier mit killen? Oh, man kann die zumindest attackieren. Die Frage ist nur, wie viel Treffer der damit braucht. 100? Jetzt ist er down. Hat zwar nicht mitgezählt, hat sich aber so nach ungefähr 15 bis 20 angefühlt. Das war ja in Mario Maker so schrecklich, wenn man da Bowser mit Items killen wollte, also mit Panzern oder Bomben. Ich glaube, der kleine Bowser hat 20 Treffer gebraucht und der große 40. Irgendwas total überdimensionales. Es hat immer ewig gedauert, bis man den auf die Art und Weise down hatte.
Und das haben sie jetzt, glaube ich, geändert. 21% sind fertiggestellt. Und noch zwei Hämmerchen, damit es hier weitergehen kann. Aufträge! Wüstenwirbelwinde. Magie-Ass. Ich habe in der Wüste Wirbelwinde heraufbeschworen. Wer trotzdem das Ziel erreicht, kriegt eine Belohnung. Wenn du hoch hinaus willst, drücke B am tiefsten Punkt in einem Wirbelwind. Die Wirbelwinde sind mir online schon ein paar Mal begegnet und ich habe die nicht ein einziges Mal geschnallt. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich es erklärt bekomme. Also wenn man sehr weit unten ist, muss man den Sprungknopf drücken. Dann kriegt man anscheinend einen Boost mit. Irgendwie so. Na, das geht das noch besser? Keine Ahnung, Mann. Ich finde die super merkwürdig, diese Aufwinde. Krieg die einfach nicht irgendwie unter Kontrolle. Juhu! Hier gibt's ein Leben für das Ermorden der Goombas. Das sieht fast so rein. Sieht fast so aus, als könnte man da rein. Vorher muss ich aber ein Pau finden. Mich einfach keine Geduld hab, ne? Ich habe eigentlich auch gedacht, dass der schon wieder absinkt. In dem Moment. Ach, hier gibt's Paus. Nein, die Münze! Egal. Ich will das Ding eigentlich in die Hand nehmen, ne? Das war jetzt jedes Mal ein Unfall. So, immerhin Rache an dem Typ. Und dann ist da nichts, dann muss aber was rauskommen. Nein? Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, offensichtlich schon. Ha, voll reingelegt. Voll reingelegt. Mach ich den halt auch noch. Das ist eine andersfarbige Röhre. Jetzt geht's endlich irgendwo hin. Yeah! Ich weiß auch nicht, ob die einen killen können, wenn man sie von der Seite berührt. Ich würde fast sagen, ja. Nein, tun sie nicht. Musst es ausprobieren. Juhu! Die sind ja fast genauso schlimm wie die Wirbelwinde in Super Mario Bros. 3. Die einen so zurückgetragen haben, wenn man nicht mit sehr viel Schwung in sie reingelaufen ist. Und hier bekommt man es sogar gezeigt, dass die Gegner einen nicht Schaden zufügen können, wenn man direkt in sie reingedroppt wird. Jetzt muss ich warten, bis er damit aufhört, um an die Münze dran zu kommen. Sehe ich das richtig? Er hört aber nicht damit auf. Yeah. Nein! Wie kann ich das verhindern? Mit mehr Schwung? Ja! Oh ja, dann kann man dem Wirbelwind entkommen. Danke, dass du mir das Leben gezeigt hast. Wie heißen die Gegner eigentlich? Das weiß ich noch gar nicht. Die haben bestimmt irgendeinen besonderen Namen. Nicht nur einfach Wirbelwind. Guten Tag, Herr Wirbelwind. Und Schwung! Ah, die haben mich in die falsche Richtung mitgetragen. Es hängt davon ab, in welche die gerade unterwegs sind. Und... Zilio! Das war jetzt wieder ein richtig gutes Level. Das hat nicht nur die Grundfunktion des Gegners ein bisschen vorgestellt, sondern ist auch darüber hinausgegangen. So mag ich das. Ein bisschen experimentieren. Ping! Wie akkurat wohl diese Prozentanzeige da oben ist. Anfangs ging die voll schnell nach oben und jetzt lässt sie irgendwie auf sich warten. Aufträge! Springen verboten! Vom Zirkusdirektor. Junger Freund, das hier ist eine Herausforderung für echte Stars. Kannst du den Level abschließen, ohne je zu springen oder runterzufallen? Kleiner Tipp, halte Y gedrückt, um schneller zu laufen. Aber nur im richtigen Moment. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast. Also Hände komplett weg, beziehungsweise die rechte Hand vom Controller fernhalten. Aber er hat ja gesagt, ich muss an bestimmten Zeiten oder an bestimmten... Also schön vorsichtig. Da oben komme ich nicht... Da oben komme ich jetzt nicht so einfach hin. Aber es gibt bestimmt Mittel und Wege. Daraus lassen sich sehr interessante Levelkonzepte erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier gegrapscht werde, ist die Challenge auch verloren. Weil ich ja dann den Boden verlasse. Ich gehe mal davon aus. Sehr nett, dass man nicht zurücklaufen muss, sondern die Tür das für einen übernimmt. Erster Abschnitt geschafft. Was ich schon weiß, ist, dass Level, die so eine Voraussetzung beinhalten, keine Checkpoints haben können. Weil dann darf man das
nicht machen. Wie komme ich denn hier vorbei? Wie cool. Richtig geniale Idee. Und hier komme ich irgendwie runter, wenn ich den Monty benutze? Oh, oder einfach hier hoch. Geht natürlich auch. Dankeschön. Ein freundlicher Maulwurf. Das sieht man nicht oft. Oh nein, im Ernst jetzt? Weil ich hier von dieser Kante runtergelaufen bin? Das hat's schon versaut? Das ist ja mega gemein. Naja. Dann gucke ich mir jetzt den Rest des Levels nicht an, sondern start's einfach nochmal neu. Junge! Lol! Ein kleines bisschen verschätzt. Jetzt ganz behutsam sich erst absetzen lassen und dann rüberlaufen. So wird's gemacht. Juhu! Ah, Buhu, du hast wohl was dagegen, dass ich hier einfach durchlaufen kann. Aber du bist zu dumm, du kriegst mich nicht. Dumm und dümmer, was hatte das jetzt auf sich? Dass dieser Mancha in dieses kleine Nest reingefallen lassen wurde? Wahrscheinlich sollen die verhindern, dass ich da jetzt drüber komme, aber mit Rennen? Mit Rennen funktioniert's nicht? Nein, nicht! Leute! Wow. Ist mir jetzt doch wesentlich schwieriger gefallen, als ich das gedacht hätte. Nicht springen zu dürfen. Das ist grauenhaft. Bleibt da eine halbe Stunde lang in der Luft stehen. Noch nicht ewig Zeit. Ach, jetzt verstehe ich, was hier passiert. Der Mancha wird auf den Lebenspilz draufgedroppt und damit ist er weg. Ha. Frag mich, wie man das verhindern kann. Da muss ich mich ja gar nicht weiter mit diesem Abschnitt beschäftigen. Da gibt's dann eh nichts mehr zu holen. Okay. Das soll mich wohl dazu bringen, dass ich hier springe. Mache ich aber nicht. Was passiert denn, wenn ich diesen Buhu da runterlocke? Ach, der wird angezündet. Und sprengt wahrscheinlich jetzt sogar die Münze darunter. Genial. Ey, das sind Sachen, die würdest du in einem normalen Mario-Spiel einfach nie zu Gesicht bekommen. Ich finde das herrlich. Nächste Aufgabe. Das Level ist auch ungewöhnlich lang dafür, dass man keinen Checkpoint bekommt. Ah, Swamp. Ich habe eine Aufgabe für dich. Einmal aggressiv werden, bitte. Dankeschön. Oh, jetzt nochmal richtig fies. Wenn ich die treffen, ist die Challenge sofort vorbei, weil ich ja dann den Boden verlasse. Nee. Auch hier an die Münze kann man nur rankommen, während der P-Switch aktiv ist. Denn sobald sie sich zurück in Blöcke verwandeln, kommt man ohne Springen nicht mehr dran vorbei. Ach nein, ich bin so dämlich. Wieso ist das Level so lang? Naja, okay, immerhin da oben wäre das Ziel gewesen. Jetzt habe ich es endlich richtig gemacht. Wenn man schnell genug ist, fallen die Mancha zuerst in die Lücken und ebnen damit den Weg für den One-Up-Pilz. Was war das denn? Jetzt machen wir das hier auf die clevere Variante. Ich lock den erstmal hier unter mich, damit er mich mitnimmt. Ja. Und dann ist es auch kein Problem. Muss ich ihn nur noch irgendwie dazu bringen, mich ganz nach oben zu bugsieren. Was nicht nötig ist, aber ich will es natürlich. Um wenigstens ein bisschen was wieder gut zu machen. Und... Shit. Ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, ich habe es versaut. Ja. Gibt keine Möglichkeit, jetzt hier noch runterzukommen. Ohne den Boden zu verlassen. Er hat's durchgehen lassen. Holy man. Unverdient. Das hab ich komplett überfordert.
mir einfach den Sprung wegzunehmen, so einen wesentlichen Bestandteil des Spiels, das geht ja mal gar nicht. Wow. Ich hoffe, das kommt nicht mehr allzu viel vor. Eine Blamage reicht mir komplett aus. Nächstes Level tot. Was hast du im Angebot? Wilder Kutschenritt. Schon wieder 3 Sterne Schwierigkeit. Und der Hit-MC, den hatten wir schon mal, aber ich habe keine Ahnung, was der für eine Stimme hat. Ich habe ein Level mit einer Feuer-Junior-Clown-Kutsche gebaut. Der ist absolut cool. Halte Y gedrückt, um harte Blöcke zu zerstören und Gegner zu rösten. Wenn du in eine Röhre willst, steig mit R aus. Ja, zeig mal deine harten Blöcke her. In Mario Maker 1 kamen diese Feuerkutschen erst nach einem Update hinzu. Und ich fand die eigentlich schon immer richtig cool. Wenn man ein Feuer-Power-Up einsammelt, dann verstärkt man damit die Kutsche auch nochmal. Wird auch bestimmt gezeigt, kann ich mir zumindest vorstellen. Hier ist schon mal ein Power-Up. Nein! Ey! Schieden. Da soll mal einer drauf klarkommen. Kann man eigentlich immer noch in die Lava abtauchen? Yay! Da fühlt man sich wie in einer Suppenschüssel. Upsa, den hätte ich jetzt fast übersehen. Den winzigen Stachel da. Was hat denn der für eine lustige Textur? Sieht voll merkwürdig aus. Stirb! Nicht du, Mario, ne? Ich meine schon die Gegner. Kein unsichtbarer Block. Juhu! Kann man da nicht auch... Doch, man kann auch einfach so aussteigen. Man muss nicht L oder R dazu benutzen. Springen reicht. Aber wenn man, glaube ich, L oder R drückt, dann... Ja, genau, dann fällt man direkt durch das Clown-Car durch. Und da haben wir es mit dem Feuer-Power-Up. Jetzt kann man ganze 3 Kugeln verschießen. Und die Gegner haben überhaupt keine Chance mehr. Das Feuer gefällt mir. Das sieht richtig gut aus. Die Lava nicht so, muss ich sagen. Aber das Feuer aus der Clown-Kutsche macht was her. Haha, dämliche Kanonen. Die man normalerweise nicht umbringen kann, aber Lava ist selbst den Kanonen über. Das ist jetzt gar nicht mal so gut, hier was freizuschießen. Na, lieber von unten als von oben. Ist man ein bisschen sicher, was kommt da raus? Ein Fisch. Dann will ich das mal ganz schnell versenken. Yeah. Steuert sich aber immer noch wie ein 40-Tonner, das Ding. Aber wie lange es schon braucht, um die Richtung zu wechseln. Was wollt ihr denn von mir? Wollt ihr etwa auch Feuerbälle haben? Willst du mir jetzt nicht sagen, dass ich da nicht durchkomme? Mega fette Clown-Kutsche. Danke für die 4 Münzen. Und kommt jetzt noch eine Art Bosskampf? Oder warum darf ich hier nicht zurück? Ja, es ist ein Bosskampf, allerdings nur ein alternativer. Wow, Unverwundbarkeitsframes für 50 Tage, oder was, Junior? Das ist mein ganzes Ziel. Nice. Habe ich auch viel rumexperimentiert mit der Clown-Kutsche, wollte immer mal ein Level damit machen. Hab's aber nie wirklich hingekriegt, außer halt so die Standardideen, die man jetzt hier in diesem Level auch gesehen hat. Es ist schwierig damit, den Spieler das machen zu lassen, was man beabsichtigt hat. Das nächste Stockwerk ist fertig. Genau zum richtigen Zeitpunkt, wo ich den Part beenden will. Aber vorher reden wir noch mit Toadette. Das erste Obergeschoss des Hauptgebäudes steht. Jetzt kommt man durch das Tor schon mal nach oben. Wie gut das alles aussieht. Mein eigenes Talent macht mir Angst. Dann weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Wusste gar nicht, dass Toadette so von sich selbst überzeugt ist. Kann ich da... Nee, warte. Will ich doch gar nicht. Bla 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 bla. Ich weiß. Streik. Meuterei. Ich kann tatsächlich hier reingehen. Das ist ja cool. Und die haben alle irgendwas zu sagen, aber was sie zu sagen haben, das finden wir jetzt heraus. Hör mal, Mario. Die Bauleiterin hat mir Lakitus Wolke abgenommen. Angeblich ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften. Aber ich soll wohl nicht so laut sprechen. Bevor sie noch etwas mitbekommt, flüstere ich es dir besser ins Ohr. Ah, du hast einen Auftrag für mich. Darum kümmere ich mich. Ist auch beim Vorarbeiter jetzt zu haben.
Dann habt ihr anderen zwei wohl auch noch Aufträge für mich. Mario, könnte ich dich kurz sprechen? Worum geht's denn? Aber sag davon nichts der Bauleiterin, ja? Um was geht's denn? Die Bauleiterin muss sich wohl verrechnet haben. Es ist kein Steinquader für die Treppe mehr übrig. Und wie ich sehe, wird es unbedingt ein Steinquader aus der Wüste sein müssen. Könntest du mit Hilfe von Y einen herschleppen? Aber heb dir keinen Bruch, die Dinger sind sauschwer. Wir zählen auf dich. Okay, das mache ich noch. Ich find's so witzig, dass alle Angst vor der Bauleiterin Toadette haben. Die weiß gar nicht, was vor sich geht. Wie auf einer echten Baustelle. Aha, erreiche das Ziel mit einem Steinquader. Aber wegwerfen darf ich ihn, oder? Darf ich. Muss ihn also nur mitnehmen. Man ist wesentlich langsamer, kann nicht so hoch springen. Cooles Item. Ja, weg mit dem Ding. Ich will natürlich auch ein paar Münzen abgreifen. Das ist schließlich das Hauptziel dieses Modus. Und sobald sie mir meinen Sprung wegnehmen, kriege ich echt nichts mehr auf die Reihe, so wie es aussieht. Wieso komme ich denn da jetzt nicht hoch? Hätte ich dafür wirklich den Goomba am Leben lassen müssen? Naja, als Groß-Mario schaffe ich es hoffentlich. Ein bisschen Anlauf. Jeps. Juhu. Merci beaucoup. Nein, nein. Ist sogar schwer, das Ding wegzuwerfen. Weil man will ja rennen. Aber das ist gleichzeitig der Greifknopf. Und das auch noch in der Wüste. Da so ein Ding rumzuschleppen. Der Tornado muss echt stark sein. Dass der das schafft. Ah. Kommt man da denn ran? Hätte ich vielleicht den Gegner dazu bewegen können, dass der da auf die andere Seite geht? Möglich wär's. Ich leg das mal hier hin. Please! Das Ding ist vielleicht widerspenstig. Ha, nee, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man da rankommt. Jo! Ja, das reicht doch nie im Leben. Ganz knapp zwar, nur nicht. Und jetzt ist der Gegner weg. Naja, 10 Münzen, auf die kann man verzichten. Hopp, spring, Mario, bitte. Dankeschön. Da ist das Ziel. Geschafft. Fand ich cool. Gefällt mir zwar überhaupt nicht, wenn man mich dermaßen behindert. Aber da muss man wohl durch. 26 Münzen gibt's dafür. Und für das Ausführen der Toad-Aufträge kriegt man noch weitere Stockwerke zugänglich gemacht. Auch nicht schlecht. Was hast du noch zu sagen? Von hier zum Ostflügel zu gelangen, bräuchten wir einen Ausrufezeichen-Block. Aber kannst du vor der Bauleiterin ein Geheimnis bewahren? Ja, darin bin ich schon sehr gut. Dann hör mal zu. Der verlorene Toad. Auch ein Auftrag fürs nächste Mal. Okay, Leute, das soll's mal für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.